Jo, hi, zurück zu Mutant Year Zero. Wir sind hier gerade mal so irgendwo in der Nähe der Arche. Irgendwo da hinten soll der Fahrstuhl sein. Lass mal kurz gucken, ich sehe gerade, Doggy Duck hat hier noch einen schönen Bonuspunkt. Können wir natürlich mal vergeben. Schon wieder eingefroren oder was? Nee. Nee, ist die falsche hier. Mal eben kurz wechseln. Mutation. So, wir können hier noch sagen, okay, Bewegungsboost erhöht die Bewegungsrate permanent um 2. Das ist natürlich sehr nice, braucht aber 2 Punkte, ne? Oder was heißt das? Ja, genau. Und das hat noch einen Punkt. 100% kritische Trefferchance. Das ist natürlich gut. Klar, mach das mal. So. Ja! Nice! Okay. Gut. Das hätten wir wahrscheinlich schon beim letzten Mal gut nutzen können. Egal, wie es ist. Wir gucken jetzt mal hier weiter, dass wir mal ein paar Sachen finden. Da geht's wieder raus, aber... können wir mal ein bisschen suchen. Okay, da geht's irgendwo hin. Da geht's zur Arche. Da wollen wir eigentlich hin, ne? Und es gibt ja so ein anderes mieses Ding hier nach unten. Was für uns viel zu hoch ist. Gucken wir jetzt erstmal hier rum, ob wir hier was finden. Zur Arche wäre ja viel zu einfach jetzt. Two ghouls. See them? Oh. What are those rotheads up to? Wait. They're planning to ambush the elevator. We've got to stop them. Let's sneak around and see if there's others. So, also die zwei sehen wir natürlich. Box opens. We go in the box. Box goes in the ark. We take their food. We take their guns. Da ist noch einer. Too many. Mutants are weak. We kill some fast. We kill some slow. But we kill them all. Box is coming. We kill them all. Oh, scheiße. Kommt der hierher? Oh, nicht gut. Nicht gut. Steht hier doch noch, ne? Klar. Alter, wieso hast du den nicht getroffen? Junge. Das ist jetzt wirklich richtig shitty. Alter, da irgendwie hintersteht, oder was? Ja, jetzt haben wir uns natürlich gefunden. Das ist ein bisschen... ah, shit. Und die anderen? The bird, hit him, get ya! No. Come here, filthy, filthy mutant. Come here! Das war echt ein Fehler. Okay, ich gehe erstmal mit laufen. Ist natürlich null Deckung, ne? Was ist denn, wenn ich, kann ich da hingehen? Natürlich übelst auf den Ballern. So, weg. Don't fuck with the Ark Mutants. So, er steht dahinter. Ist natürlich auch nicht so schlecht für mich, ne? Na, der könnte auch mich schießen. Was ist denn, wenn ich dahin gehe?
Das ist schlecht, ne? Das ist richtig schlecht. Hm, ich müsste eigentlich mit ihm reinlaufen. Aber ich will den loswerden. Ja, das habe ich immer nicht. Ah, scheiße. Ja, haut mal einen rein. Dankeschön. Drei weg. Ja, super. Ich muss auch lernen. Overwatch, okay. Und der schießt auch auf mich. Alter. Oh shit, das kann nicht sein. Hm, okay. Kann ich hier irgendwie Medi muss ich nehmen? So, jetzt ist die Frage, ziehe ich mir ihn herein oder den anderen? So, den weg. You ain't half bad for a newbie. Ja. Kritischer Treffer 15%. So, I owe you a grog. That was amazing. So blöd. So, ich kann hier rum. Schockt alles gar nicht. Ich gehe hinter das Auto. Ich gehe auch hier hinter das Auto. Und nice wäre wirklich nachladen, Mann. Alter. Ist wirklich blöd, ne? Okay, man muss halt schon immer irgendwie nah dran sein, oder? Habe ich das falsch verstanden? Okay, gut. Haben wir noch einen? Das war's, ne? Level up, sehr schön. Für Schweini. Mann. Ziemlich viel Verluste, aber... Ich muss jetzt erstmal gucken, dass wir überhaupt klarkommen, weil ich habe so richtig viel Erfahrung, habe ich dann nicht so mit dem Ding. Wow. Hm, ein Visier. 20% größere Waffenreichweite. Das ist natürlich sehr nice. Waffenmod. Verbessere Waffen im Deltas. Okay, Bastelgrube. Das machen wir natürlich dann. Oh, Notiz. Und zum Zocker Clara. Mhm. Bastarde. Na gut. Okay, das liegt hier alles rum. Wow, das ist cool. Molotow. Okay. Wertvoller Stoff. Kann gut gebrauchen. Truhe öffnen. Oh. Schirmmütze. Pokervisor. Ja. Nimm mal mit. Kann nicht schaden. Okay, back me up.
Okay, lass uns mal gucken, weil hier hinten war der Fahrstuhl und so. Ob hier noch irgendwas rumliegt. Ich meine, das geile Dach sieht man nur, wenn man jetzt hier weiter rumläuft, okay. Aber auch. So, hinterm Haus. Aber wie gesagt, wir haben ordentlich Verluste gemacht, aber muss ja erstmal rausfinden, wie der überhaupt so die Trägheit ist, ne? Okay, nochmal seltener Schrott, sehr gut. Selten hört sich erstmal gut an. Okay, da ist ein Container. Ein paar Container sogar. Tür da hinten. Kannst du da lang, Entchen? Ne. Aber hier kannst du rummodern. Okay, lass mal kurz schauen, ob es da irgendwas gibt. Verschlossen. Zonenschlüssel. Okay, verstehe. Wir haben doch einen Zonenschlüssel. So, da geht's wieder zurück. Hier kommen wir her. Also, das heißt, wir gucken mal. Die haben ja gesagt, euer Elevator zu. Ich guck trotzdem hier nochmal ein bisschen rum. Und dann gehen wir da irgendwie rein, oder? Schraub mitnehmen. Ja, die Richtung ist irgendwo da. Ist ja in Ordnung. Wow. Okay, wir haben hier Schrott. Noch eine Kiste. Nice. Truhe öffnen. Wow. Was ist das bitte? Stalker-Weste. Das ist eine leichte Rüstung. Cool. Okay. Kann man das irgendwie dann... Ich muss mal gucken, was wir hier ausrüsten kann, also. Aber jetzt erstmal hier rum. Wir müssen da hin irgendwo, ne? Arche ist die Richtung. So, hier dieses Triebwerk, nice. Ganz gut modelliert, ne? So, jetzt hängen wir. Ah, habe ich das jetzt irgendwie verpasst oder ist das. Da hinten geht's weiter, würde ich sagen, oder? Aber. Oh, da rein. Erstmal nicht. Das ist der Fahrstuhl schon, ne? Eine defekte Waffe. Nice. Was ist das Ding da? Ein Lämpchen? Kann ich nichts machen. Okay. Ja gut. Das sind die beiden Tanks von eben. Okay, das heißt, das ist der Fahrstuhl, wo wir rein müssen. Ich wollte jetzt aber noch mal eben kurz gucken. Nee, das ist das Falsche. Kann ich so Sachen ausrüsten oder was? Rucksack, alles klar. So, jetzt Inventar. Mhm. Griller, Griller, Griller. Okay, Visier und irgendeine Message. Okay, bringt das irgendwas, wenn ich das aufrufe? Ich kann es nochmal angucken. Ja, müssen wir basteln nachher. Okay, habe ich verstanden. Alles klar. So, Rüstung. Da könnte man da die jetzt einbauen. Sehr geil. Okay, Outfits, cool. Und dann haben wir hier noch Helm. Okay, okay. Achso. Okay, na gut. Da muss man gucken. Stufe 2, verstehe. Alter, kann ich umwechseln. Waffe 1, Waffe 2. Okay, Moment mal. Waffe 2. Achso, das eine ist. Okay, Inventar und Waffe 2, verstehe. Achso, Moment mal. Kritischer Schaden 7, kritisch 5. Okay, Munition 2, Reichweite 10. Verstehe. Was hat das? Reichweite 13. Okay, muss man alles wissen, ne? Achso, lass uns noch mal kurz Schweini angucken. Schweini hat ja auch noch irgendwie. Für den haben wir jetzt keine Rüstung, ist halt blöd. Aber der hat hier, was ist das? Reichweite 8. Ja, mal gucken. Das sind beide Stecher, ne? Beide gleich gut, bringt also nichts. Er hat Mollys am Start, das ist natürlich sehr nice. Handgranate, Alter. Molotow. Und gut, das ist erstmal in Ordnung. Achso, Objekt kann ich hier noch was anderes anpacken? Crazy Granate, okay, sehr gut.
Gesperrt, ja. Rucksack. Ja gut, er hat das Zeug, was wir im Rucksack haben. Das können beide haben. Mutation hat er gar nichts. Also, aber ist ganz nice. So, jetzt lassen wir mal gucken, dass wir da oben reingehen. Mal gucken, ob ich hier irgendwas übersehen, verstecken. Da ist ja schon recht groß. Sieht nicht so aus, ne? Ist wahrscheinlich immer noch zu hier. Ja, Zonenschlüssel. Den gehen wir mal eben einfach oben rein und gucken mal, was passiert, oder? Reisen. Ja, wir fahren hoch. Okay, cool. Zur Arche, denke ich mal. The Elder meets us at the elevator. He says he doesn't have a second to lose. The mission's too important. Our mission, he says, is a man. And that man is Hammond. Everyone in the Ark knows Hammond, respects him. He's our lead, Gearhead, going farther into the zone than anybody else, bringing back the machines that help us survive. He knows how to keep those machines running, how to fix them when they fall apart. Hammond keeps the Ark's heart beating. The Elder says 3 nights ago, Hammond took his team of stalkers and headed north, not telling anyone why. They haven't come back. I've never seen the Elder this shaken before. It scares me. He tells us Hammond has a remote cabin in the north that could yield some clues to his location. Me and Dux never patrolled that far before. But the Elder says he has faith in us. He believes in us. So, this mission we accept. Go to Hammond's cabin. Search for clues. Then find Hammond and bring him back alive. The fate of the Ark depends on it. Jetzt dürfen wir erstmal ein bisschen in der Arche rumstöbern, oder? Mal gucken. Ja, scheint so, ne? Cool. Hammonds Hütte durchsuchen. Okay, wir können den unterschiedlichen da, die Bastelecke, da sollten wir auf jeden Fall mal reinschauen. Wanna know how this goes down? For the right price, I fix and upgrade your shitty gear. Any questions? Nee. Oh, nice. So, jetzt haben wir hier. Alter, wir können hier irgendwas. Eine Armbrust für Dax, die können wir aufrüsten, oder was? Zerlegen, verbessern. Okay, wie kann man die denn verbessern? Okay, da braucht man Zeug für, oder was? Armbrust verbessern, 30 Kosten. Was haben wir denn? 120, klar. Das kostet 60. Okay, aber die Armbrust ist ja schon mal nice. So. Stufe 1. Okay. 30. Die haben wir schon nicht. Waffenteile. Achso, habe ich mich verguckt oder was? Achso, das ist das da. 3 haben wir nur noch. Okay, shit. Sorry. 3 Waffenteile verfügbar, okay, aber das ist natürlich sehr cool. Kannst alles Mögliche verbessern. 30, okay, ich hab's verstanden. Aber Armbrust verbessern ist gut, weil. Take it easy! Ja, easy peasy. So, nur Waffen ver. Warte mal, war das nur Waffen? Don't just stand there. You need a fix. Okay, wenn ich das zerlege. Okay, sorry. Okay. Mhm. Aber hier brauche ich 30, ne? Oder? Ja. Okay, haben wir nicht. Das ist schon mal Stufe 2. Keep your head screwed on. So, das ist die Bar. Was kriegt man denn im Laden? You know the drill. Stalkers want gear that keeps them alive.
I, Iridia, provide the gear. See anything you like, just let me know. There is one rule. Don't ever, ever pull my chain. If you pull my chain, I'll feed your ding-dongs to a zone wolf. Got that? Beautiful. Happy shopping. Tja, und zeig mal, okay. Also so ein Zeug will ich ja natürlich mal haben. Was kostet das hier? 150 was? Teile? Ich habe 120. Hm. Also ich möchte auf jeden Fall Medis haben, oder? Tja, jetzt müssen wir mal gucken, nochmal 55 rausballern, weil diese ganzen Mollys und so weiter, weiß ich jetzt nicht, ob die mir was bringen. Granate wäre natürlich auch nicht schlecht. Das kostet 55 Altare, ey. Kostet alles richtig Geld, ne? Dann wieder Gesundheit. Safe travels. Okay. Hat die nur Waffen und so, die paar Sachen eben jetzt da gehabt. Lass mich nochmal eben kurz gucken. Ah, the brave stalkers return. Alive. That's surprising. Das Ding ist Urkanone, Alter. Reichweite 14. Okay, kostet 150. Muss ja ein bisschen sparen. Bye. Bye. Okay, das ist das. Die Zone geht's wieder raus. Das ist der Laden. Was gibt's in der Bar? After a killer day in the zone, you know you can always come to Prips for some high quality grog. Gundes. You wanna get loaded? Order a shot. No butane, no bleach, only natural ingredients. I also dabble in a little, antiquity trading. So if you find any cool artifacts out in the wasteland, bring them to me and I might give you something in return. Comprende? Comprende? Schon klar. So, was heißt das? Artefaktfähigkeit. Schlägertyp. Wir haben ja einen Punkt, ne? Einen Artefaktpunkt haben wir. Das ist natürlich cool. Schlägertyp. Um zwei Runden. Oh, das ist natürlich cool. Ja, nehmen wir das. Katatsching, so. Artefakte weg. Was hat er noch? Here's the swimming with bow-legged women. Okay, der Älteste. Das ist natürlich auch nochmal schön. Lass mal gucken. My home will always be a haven to you, brave stalkers. After your journeys, pay me a visit. And I'll offer you some guidance, perhaps a story, to help you become wise and strong. Let's go. Farewell. Remember your elders' guidance. Alles klar, so, wir haben nur ein bisschen aufgetuned und ich denke, wir müssen hier wieder raus. Dann habe ich was übersehen? Ne, es ist halt Laden, Ladenbar und der Älteste, alles gut in der Bastelgrube. Was ich halt cool gefunden hätte, wären wir eigentlich so ein gutes Visier hatten wir, ne? Welcome to the Fix Pit. No, we don't give a stalker discount. Hm. 14 Waffenteile verfügbar, aber ich hätte jetzt gedacht, wir haben nur noch so coole Sachen im Aufsatz entfernen. Okay. Ah, okay. Flup. Das ist natürlich schon mal sehr geil, ne? 12er Reichweite. Critage Munition 1. Das ist halt wirklich 1 ist natürlich ein bisschen asselig, ne? Hm, Schadensmodul. Alter, Aufsätze. So, das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Katatsching, katatsching. So, und 60 Mäuse kostet es, um auf 3 zu kommen. Genau. Okay. Dann ist sie voll ausgerüstet quasi, ne? Größere Waffenreichweite und zu sehr kritischer Schaden. Also das scheint ganz nice zu sein. Ich weiß nicht, ob das dann immer noch
lautlos ist, aber wir gucken mal. Mit so einem Griller draufgesetzt. Sieht ganz geil aus. Okay, gut. Das können wir nicht mehr aufrüsten. Alles weg und so weiter. Aber wir wissen jetzt, wie es geht. Easy peasy. Alles klar, bin weg. Ja, gehen wir wieder in die Zone. Wir wollen ja mehr dahin, ne? Na klar. Juti, aber im Detail anschauen werden wir uns das natürlich erst beim nächsten Mal. Hammonds Hütte. Also, bis denne. Ciao.